viele Menschen haben einfach schon deshalb unglückliches Geld, weil sie einen tiefen Schmerz, tiefe Wunden in Bezug auf Geld haben. Sie glauben, Geld ist schlecht. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich habe immer wieder gesehen, es gibt 2 Arten von Geld. Es gibt glückliches Geld und es gibt unglückliches Geld. Es gibt glückliches Geld und unglückliches Geld. Glückliches Geld bleibt bei dir und macht dich glücklich. Diese beiden Eigenschaften hat es. Es bleibt bei dir, macht dich glücklich. Unglückliches Geld macht dich nicht glücklich und bleibt aus irgendeinem unerfindlichen Grund auch nicht lange bei dir. Also hier ein paar Beispiele. Du hilfst jemandem und der bezahlt dich dafür. Zweites Beispiel. Du investierst in eine Geschäftsidee, die wirklich gut ist. Das Geschäft geht durch die Decke. Drittes Beispiel. Du hast einem Kunden ein richtig fettes Problem gelöst. Der ist überglücklich und bezahlt dich. Das sind Beispiele für glückliches Geld. Und jetzt lass uns mal erst über unglückliches Geld sprechen. Sagen wir, du hast einen langen, hässlichen Scheidungskrieg hinter dir. Und dann hast du durch einen ganz raffinierten Anwalt mehr Geld bekommen, als dir zusteht. Und du sagst, ja, dem habe ich es gezeigt. Oder ganz einfach, du hast einen Job, der dir keinen Spaß macht. Und zu dem du auch echt nur halbherzig hingehst. Boah, schon wieder. Boah. Oder zumindest nicht so, als wenn du ihn lieben würdest. Aber du wirst dafür bezahlt. Du strengst dich auch nicht richtig an. Du gibst nicht deine richtige Leistung ab. Kriegst aber Geld dafür. Drittes Beispiel. Du hast eine Vereinbarung. Du weißt, dass du das Geld, was du laut dieser Vereinbarung bekommen solltest, aber gar nicht wert bist. Und trotzdem bestehst du darauf. Hey, steht doch hier. Hier steht's. Was da steht, muss gemacht werden. Du fühlst dich trotzdem irgendwo schlecht. Das verdrängst du, also sagst, der andere ist ein Schwein, will sich nicht an diese Vereinbarung halten, obwohl du genau weißt, du hast es nicht verdient. Jede Form von Diebstahl, viertes Beispiel, ist unglückliches Geld. Immer wenn du Geld empfängst oder ausgibst mit einer negativen Energie, wird das unglückliches Geld. Gehst an die Kasse, bekommst zu viel Wechselgeld zurück. Unglückliches Geld. Es ist nicht, wie viel Geld du verdienst, auch nicht, wie viel du hast. Nicht das bestimmt, ob du ein glückliches oder unglückliches Geld hast, sondern es ist die Energie, mit der das Geld ausgegeben oder empfangen wird. Ich habe immer wieder gesehen, da wo unglückliches Geld ist, da sind unglückliche Menschen. Das fängt natürlich alles schon mit den Glaubenssätzen an. Frag dich doch mal, was ist Geld denn für dich? Wenn du jetzt dieses Video stoppen solltest und solltest 10 Begriffe aufschreiben, was Geld für dich bedeutet, dann kannst du daraus eine Menge herausfinden. Vielleicht machst du das mal. Stopp mal an dieser Stelle wirklich das Video und schreib auf, was ist Geld für dich? Geld ist für mich und dann schreibst du weiter. 10 Sätze. Was bedeutet Geld für dich? Schreib's auf. Hast du es gemacht? Wenn nicht, dann denk dir wenigstens jetzt mal im Kopf 3 Dinge aus. Was ist für dich Geld? Und dann überlege, ist es eher was Gutes oder eher etwas Schlechtes, was du mit Geld verbindest? Du weißt, manche Menschen halten Geld für die Wurzel alles Übels und andere für die absolute Voraussetzung für ein schönes, würdevolles und freies Leben. Ich glaube, viele Menschen haben einfach schon deshalb unglückliches Geld, weil sie einen tiefen Schmerz, tiefe Wunden in Bezug auf Geld haben. Sie glauben, Geld ist schlecht. Und ich glaube, wir können unsere Geldwunden heilen. Und ich glaube auch, dass wir das tun sollten, wenn wir solche Wunden haben. Denn weißt du was? Wie du dich über Geld fühlst und was du über Geld glaubst, das ist etwas, was du kontrollieren kannst. Geld ist nicht so oder so, es löst nicht solche oder solche Gefühle aus. Du bestimmst das, du kannst das kontrollieren. Vieles in der Welt kannst du nicht kontrollieren, aber wie du über Geld denkst, wie du dich mit Geld fühlst, in Bezug auf Geld fühlst, das kannst du kontrollieren. Deine Gefühle, deine Glaubenssätze kannst du beeinflussen. Was du über Geld denkst und fühlst, beeinflusst, wie du bestimmte Sachverhalte im Leben siehst. Lass mich dir mal ganz bewusst ein Beispiel geben, das für unfassbar viele Emotionen sorgt. Nimm mal einen Hedgefondsmanager. Der hat letztes Jahr 100 Millionen verdient. 100 Millionen. Und du weißt, es gibt Hedgefondsmanager, die haben noch viel mehr verdient. Aber bleiben wir mal bei dem Typ mit den 100 Millionen, weil das schon so unfassbar viel ist. Und dann fragen sich natürlich sofort die Menschen,
Wie ist das überhaupt möglich? Wie geht sowas? Und andere Menschen fragen, hey, darf denn sowas überhaupt sein? Und dann versteckt sich dahinter eine Riesenempörung. Was heißt versteckt sich? Die wird doch noch offen geäußert. So eine Sauerei, ist doch unglaublich. Da verdient doch einer so viel Geld, wie viel hunderte andere Menschen zusammen nicht verdienen können. Wenn du so ein Typ bist, dass du dich über den Hedgefondsmanager empörst, dann hat das einen Grund. Und der Grund ist, dass du ein unglückliches Gefühl über Geld hast und das Geld bei dir unglücklich besetzt ist. Und weil das so ist, empörst du dich über diesen Typ. Das sagt nichts über diesen Hedgefondsmanager, aber alles über dich. Wenn du stattdessen glückliches Geld hast, wenn du eine glückliche Beziehung zu Geld hast, dann würdest du dir Fragen stellen, kluge Fragen. Du wirst dich fragen, was kann dieser Hedgefondsmanager? Und vielleicht kann ich das auch. Und vielleicht kommst du zum Ergebnis, nö, der hat ein Talent, das habe ich so nicht. Oder der macht eindeutig etwas, das will ich gar nicht machen, macht mir keinen Spaß. Aber möglicherweise entdeckst du auch, ja, das geht, das könnte ich in Maßen auch. Ich kenne so einen Hedgefondsmanager. Ist der Sohn eines Nachbarn von mir in Florida. Und ich habe dieses Beispiel ganz bewusst gewählt. Nennen wir ihn jetzt mal John, auch weil er so wirklich so heißt. Ich habe ihn vor kurzem über seinen Vater richtig kennengelernt. Sein Vater hat mir vorher viel von ihm erzählt. Und du musst dir den Vater vorstellen, ein honoriger Arzt. Nicht sehr reich, aber wirklich vermögend. Der hat sein Leben lang mit ganzem Herzen Menschen geholfen. Und zwar 12 Stunden am Tag war der für seine Patienten da. 6 Tage die Woche. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich mal was habe. Der braucht das mir nur anzusehen, dann fängt er mich schon an zu beraten. Ein ganz feiner, liebenswerter Mensch. Schon wieder spricht. Du kennst vielleicht solche Leute, die einfach so eine Liebe und Güte ausstrahlen. So ist der. Und wenn du ihn reden hörst, dann wirst du sofort sagen, ja, also so einen Arzt, den möchte ich auch haben. Und dieser Arzt, der heißt Ron, der hat jetzt einen Sohn, John. Und dieser John ist Hedgefondsmanager, macht auch geschlossene Immobilienfonds und verdient unfassbar viel Geld. Dass Ron, der Vater, sagt, oh, dass ein Mensch so viel Geld verdienen kann, hätte ich nicht für möglich gehalten. Jetzt ist es auch noch mein Sohn. Ich habe mich mit John unterhalten und ich habe ihn gefragt, was sagst du eigentlich, wenn andere dich fragen, ob du so viel Geld wert bist. Und da war ich wirklich gespannt. Als Money Coach ist das für mich natürlich eine herrliche Geschichte. Und dann hat er mir eine Story erzählt aus seinem Leben. Er hatte einen Fonds mit ein paar 100 Millionen. Und dieser Fonds sollte ein großes Projekt realisieren, also einen großen Gebäudekomplex. Und die Firma, die er dann auch schon stark bezahlt hatte, konnte aber die Leistung nicht erbringen. Der hat also einen Bauträger beauftragt, der sollte diesen Komplex erstellen. Der hat angefangen, hat dafür schon viel Geld bekommen und hat dann aufgehört, ist pleite gegangen. Stell dir vor, so eine riesige Handwerksfirma geht pleite, du hast aber schon viel Geld aus dem Fonds in diese Firma hineingesteckt. Was heißt das? Es ist deine zeitliche Planung im Eimer. Denn die anderen Gewerbe, die können erst anfangen, wenn der fertig gemacht hat. Wenn der Erste seine Arbeit vollendet hat. Das Geld war weg. Das war ja nicht sein Geld, das war das Geld in dem Fonds. Das konntest du auch nicht wiederholen. Bankrott, Ende aus, war nichts zu holen. Was hat John gemacht, der Manager dieses Fonds? Der hat eigenes Geld genommen und in diesen Fonds getan, um diesen Fonds zu retten. Es wäre sonst eine Totalpleite gewesen, hunderte Millionen wären weg gewesen. Er hat also einen großen Betrag selber in diesen Fonds getan. Und dann hat er andere Investoren und Freunde überzeugt, das auch zu tun, ihm nämlich einen Übergangskredit zu geben. Er hat gesagt, guck mal, ich habe das selber gemacht, kannst du auch machen. Und weil die dem vertrauen, haben die das auch gemacht. Manche nur für 3 Monate, andere für 9. Jedenfalls hat er das Projekt zu Ende geführt, mit all den anderen Handwerksbetrieben. Und von den hunderten Einheiten, die er so erstellen konnte, hat er dann einige schon vorab verkauft, sodass mehr Geld geflossen ist. Und er hat so mit wahnsinnig harter Arbeit, mit riesigem Engagement das Projekt gerettet für seine Investoren. Ich weiß nicht, ob du die Welt der geschlossenen
Immobilienfonds und manche unternehmerischen Beteiligungen kennst. Da sind unfassbar viele Pleiten. Und die Anleger verlieren ständig ihr Geld, ganz oft. Und John hat mir einen wichtigen Leitsatz gesagt, den ich schon kannte, aber nachdem ich diese Story von ihm gehört habe, wie er es mir wunderbar erklärt hat, da habe ich es noch viel tiefer, emotionaler verstanden. Investiere niemals in einen Fonds, sondern immer in den Fondsmanager. Investiere niemals in ein Projekt, sondern immer in den, der das Projekt leitet. Investiere niemals in eine Firma, sondern immer in den, der diese Firma leitet. Ist das nicht ein super Beispiel, um zu verstehen, wie wertvoll jemand tatsächlich ist? Natürlich gibt es jetzt Menschen, die sagen, ja, ja, alles bla 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 bla. Niemand sollte so viel Geld verdienen. Das ist doch alles Quatsch, das ist kriminell. Ja, da kannst du auch nicht mehr argumentieren. Aber du ahnst jetzt, das, was diese Menschen so reden lässt, ist die Tatsache, dass sie einfach kein gesundes Verhältnis zu Geld haben. Und dass sie dadurch auch kein glückliches Geld haben. Und dass dadurch Geld auch nicht besonders lange bei ihnen bleibt. Und dass diese Menschen oft auch als Person nicht glücklich sind. Leider gibt es da eine ganz unheilige Kombination. Einmal, dass diese Menschen, die kein glückliches Verhältnis zu Geld haben, sehr schnell sagen, das ist nicht fair, das ist ungerecht. Und auf der anderen Seite haben sie FOMO, Fear of Missing Out. Sie haben Angst, irgendetwas zu verpassen. FOMO. Und aus dieser Kombination heraus, das ist ja nicht fair, niemand sollte so viel Geld haben, und der eigenen FOMO, Angst, etwas zu verpassen, aus dieser Kombi, ist nicht fair, Angst, etwas zu verpassen, entsteht das Gefühl von Mangel. Es ist dann niemals genug. Und dann entsteht ein Mangel-Mindset. Das sind Menschen, die an so ein Null-Summenspiel glauben. Sie denken, wenn sie etwas bekommen, dann muss zuerst ein anderer das verlieren. Was für eine fiese Weltanschauung, oder sagen wir zumindest sehr, sehr limitiert. Menschen, die eine glückliche Beziehung zu Geld haben, die glauben an Überfluss. Sie glauben, dass sie aus dem Nichts heraus Geld schaffen können. Sie glauben, dass wenn sie Wert geben, jemandem ein Problem lösen, dass dann Geld automatisch folgt.